was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. But we have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people, no longer as much as before on the streets, now through their tablets, through their telephones, through their television screens. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. 7 Tage lang, jetzt wollen wir schaffen, kommt was an. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen. Mr. Biden, tear down this wall. Tune in to Motes of Deutsch every Sunday with Dr. Dieter Dehm. Another preach in the wall. Motes of Deutsch, jeden Sonntag, 17 Uhr. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Was sollen wir denken, 7 Tage lang? Bullshit Storm. Aber nicht bei Mutz, auf Deutsch, mit Dr. Dieter Dehm. We don't need no education. Mutz, another breach in the wall. Ja, hallo. Heute wieder Mutz auf Deutsch, diesmal am Heiligen Abend. Wer dran glaubt, hat einen bestimmt sehr besinnlichen Abend. Und wer nicht dran glaubt, dem möge das Märchen auch gefallen. Das ist ein schönes Märchen, wo ein Kind von armen Leuten dann die Welt erlöst. Ich glaube, wir bräuchten etwas mehr, um diese aus den Angeln geratene Welt zu retten. Da kommen wir aber nachher drauf. Wir werden heute unseren wunderbaren Wein wieder vorstellen. Wir werden auch auf den Schwurbeltreff, auf den iClip, das tolle Portemonnaie von unserem Helfer und Sponsor Frank Meyer, zu sprechen kommen. Und wir haben das vorproduziert, aber wer will schon am Heiligen Abend eine Sendung machen? Wir werden ein Gespräch führen mit Sigmar Gabriel, dem früheren Vizekanzler und Außenminister, SPD-Vorsitzenden, kontrovers, um zu zeigen, man kann auch in Freundlichkeit kontrovers diskutieren. Und dann vorproduziert aus dem vergangenen Jahr mein Gespräch mit Markus Krall. Und wenn Sie im neuen Jahr auf dem Bahnsteig stehen und sich ärgern oder eingeredet bekommen, dass Sie sich ärgern müssten über die Gewerkschaft der Lokführer, denken Sie immer dran, die Bahn kommt auch ohne den Streik immer zu spät und bessere Löhne sind gut für die Leute bei der Bahn, aber auch für Sie, denn wer will schon von Leuten mit einer 12-Stunden-Schicht gefahren werden? Gleich geht's los. Bullshit Storm. Aber nicht bei Mutz. Auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. Mutz auf Deutsch mit Talking Head Dr. Dieter Dehm. Auf der Jagd nach dem verborgenen Schatz der Fakten. Vor 50 Jahren im ablaufenden Jahr, im September, waren viele Menschen und auch jetzt vor 50 Jahren eingepfercht in Zuchthäusern und Konzentrationslagern, zum Beispiel in dem zum KZ umgewidmeten Fußballstadion Estadio de Chile, was dann später nach seinem berühmtesten Ermordeten Victor Jara umbenannt wurde. Und es waren ganz unterschiedliche Menschen, die hier zusammenkamen. Sie hatten zu einem großen Teil gemeinsam gekämpft für die
Nationalisierung der Kupferminen, damit die chilenischen Kupferminen auch den chilenischen Kindern zugute kommt. Und ihr Präsident Salvador Allende war mit einem einzigen Versprechen angetreten, ein halben Liter Milch für jedes Kind in Chile, ob arm oder reich. Und dazu hatte er dann auch die Kupferminen nationalisiert. Dann am 9. September 9/11, aber nicht dem 9/11 in New York, sondern dem 9/11 in Santiago de Chile vor 50 Jahren, hat das Militär dann geputscht und den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende, der kurz vor einem neuen Wahlsieg stand, im Kugelhagel getötet. Allende hatte zwar von den Putschplänen vorher gehört, aber er hatte fest darauf gebaut, dass die Einheit des Volks diesen Putsch verhindern möge. Warum? Weil er einen einstimmigen Beschluss seines Parlaments hatte, ja, in einer, der Spiegel würde sagen, Querfront von Rechtsnationalen, wo es nur eine Enthaltung gab, bis zu den Kommunisten, über die Christdemokraten, Sozialdemokraten, Libertären etc. für die Nationalisierung der Kupferminen, also dafür, dass die US-Konzerne ihre Finger aus dem Hauptreichtum der chilenischen Gesellschaft rausnehmen sollten und das eben auch den Menschen in Chile zugute kommen sollte. Alle Kräfte in dieser Gesellschaft hatten im Parlament dafür gestimmt, dass der Putsch losging, war davon nicht mehr allzu viel zu sehen. Und auch im Vorfeld gab es dann Spaltungen in der Gesellschaft, bevor Augusto Pinochet sein blutiges Handwerk in Absprache mit der CIA, dem US-Geheimdienst, dann vollzogen hat. Und das war ein so breiter Widerstand, der dann bröckelte, aber noch im Parlament in der Entscheidung gehalten hatte, wie, ja, vor nach 90 Jahren, 91 Jahren, 1933 und danach, diejenigen waren, die dann von den Nazis verfolgt wurden und verschleppt. Erst waren es die Kommunisten, dann die Sozialdemokraten und jeder dachte, ich komme nicht dran. Die allermeisten kamen auch dran, selbst die Zeugen Jehovas, natürlich Gewerkschafter, natürlich Künstler, natürlich auch SA-Leute, die gegen Hitler eingestanden waren. Und diese Breite möchte ich hier mal bedenken. Die war in Chile, also vor 50 Jahren, aus Christdemokraten bestehend. Die waren zum Teil bei der Theologie der Befreiung, zum Teil waren sie auch westlich gestimmte Christdemokraten, wie wir sie kennen. Aber sie waren dafür, dass die Kupferminen Chiles Chile auch gehören sollten. Die Kommunisten waren loyal mit Moskau, aber betonten ihre lateinamerikanische Eigenständigkeit. Und Chile war stolz auf seine lange und tiefe parlamentarische Tradition und dachte, da kann so ein Putsch wie in Panama oder wie in Honduras oder wie vorher der Militärputsch in Argentinien oder Brasilien gar nicht geschehen. Sie hatten tolle Künstler. Denken wir an Violeta Parra, die dieses Lied Gracias a la Vida gesungen hat, das dann auch John Baez interpretiert hat und Mercedes Sosa und viele andere. Ich glaube, Manfred Maurenbrecher hat es auch Deutsch übersetzt. Gracias a la vida. Bei Manfred Maurenbrecher heißt es, glaube ich, danke an das Leben, hast mir so viel gegeben. Kennt ihr alle die Melodie? Das kam von Violeta Parra aus dem neuen chilenischen Lied. Und das gab denen natürlich Kraft und die glaubten nicht, dass einfache Totschläger Pinochets mit Hilfe des CIA ihre großen Traditionen so wegfegen konnten. Ihr berühmtester, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, war Victor Jara, der erst auf der
dem KZ Estadio de Chile, dann im Mittelpunkt dieses Fußballstadions, wo ein Block errichtet war mit der umgedrehten Seite eines Beils, seine Hände zerschlagen bekommen hat, dann mit den Armstümpfen das Lied Venceremos für die Mitinsassen dieses KZs dirigiert hat und dann von 14 Kugeln durchsiebt wurde. Kein Mensch konnte glauben, dass man einem anderen Menschen so etwas antun kann. Das war im letzten Jahr 50 Jahre her, im September und danach. Und danach wurden viele Menschen drangsaliert, die nicht gemeinsam in den Widerstand gegen den Hauptfeind, und das war in diesem Falle eben auch der US-Imperialismus, auch mit dem im letzten Jahr verstorbenen Henry Kissinger an der Spitze, dass die nicht zusammengefunden hatten, aber dann in den Baracken der KZs zusammenfanden. Und wenn wir jetzt, wo die Welt so aus den Angeln ist, auch zusammenfinden wollen gegen Rammstein, gegen die Atomraketen dort, gegen Büschel, gegen die Atomraketen dort, das größte Spionagezentrum in Europa, gegen das Drohnenbefehlszentrum. Dort, wenn wir da zusammenfinden wollen, dann braucht es eine große Breite. So ähnlich wie bei der Auseinandersetzung um die Nationalisierung der chilenischen Kupferminen. Und diese große Breite soll ein Zeichen setzen, auch bei der Europawahl. Und da hilft es nichts, wenn die Kräfte alle zersplittert in diesen Wahlgang gehen, ganz abgesehen davon, dass das dann nur diejenigen stärkt, die ohnehin den Krieg mit Russland und gegen China weiter verschärfen wollen. Wenn die billiges Heizöl wollen und damit auch unsere Arbeitsplätze und den Mittelstand schützen, nicht zusammenkommen, wird es das auch nicht geben. Das Entscheidende ist, wenn wir uns jetzt alle mal die Kräfte anschauen, da ist Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis, da wird wahrscheinlich Jürgen Todenhöfer mit seiner Gerechtigkeitspartei antreten, da wird die Partei, die Basis wahrscheinlich antreten, da wird Markus Krall mit seinen Rechtslibertären, auch jemand, der mit mir zusammen auf Kundgebungen für Frieden mit Russland gestanden und gesprochen hat, antreten. Da wird die DKP antreten. Ich habe jetzt bestimmt einige vergessen, die auch antreten werden. Aber wenn alle, die für Frieden mit Russland und damit für billiges Heizöl und Gas sind, sich einigen würden, dann wäre das ein wirklich kraftvolles Zeichen, was bis ins Weiße Haus auch verstanden werden könnte. Und es wäre auch ein Zeichen für Meinungsfreiheit. Wir haben gerade eben die Umfrage gehört, dass die Deutschen nun mittlerweile glauben, dass sie nicht mehr offen und frei ihre Meinung sagen können. Das gab es zum ersten Mal in der Mehrheit in einer Umfrage. Was waren das für Menschen, die damals in Chile zusammen in den Zuchthäusern saßen? Was waren das für Menschen, die völlig unterschiedlich waren und vor 91 Jahren eingepfercht wurden in Zuchthäuser von den Nazis in Deutschland? Ganz unterschiedliche. Und sie konnten sich erst auf kleine, minimale Nenner verständigen, als es zu spät war und sie selbst schon quasi vor den Gewehrläufen standen. So weit muss es nicht kommen, sondern man soll wirklich versuchen, gemeinsam anzutreten, zumindest auf der Straße auch gemeinsam zu demonstrieren. Wir haben eine Regierung, die den Krieg immer weiter verschärft. Ja, diese Regierung ist eine Kriegsampel. Nur grün für Waffenexporte. Und dass man sich da nicht täuscht. Die CDU wird angeführt von einem der obersten Waffenlobbyisten, Friedrich Merz, der ja noch bis vor kurzem von BlackRock, dem größten Waffeninvestor, sein Flugzeug gesponsert bekommen hat. Und dann auch noch mal ein Wort zur FDP, weil wir natürlich hier immer sehr genüsslich schimpfen auf Grüne und SPD, weil die natürlich den größtmöglichen Verrat an der Friedensbewegung begangen haben. Bei der FDP war man ja da gar nicht besonders hoffnungsvoll.
Es hat jetzt gerade vor wenigen Tagen eine Enthüllung im, man höre und staune, ZDF gegeben, dass eine Spitzenbeamtin des FDP-Ministeriums von Christian Lindner, also des Finanzministeriums, eine Gerda H. in einem Fünf-Sterne-Hotel, dem Hotel Falkenstein im Taunus, tatsächlich Schulung und Hilfestellungen für Superreiche gegeben hat. Wie kommen die an den Steuergesetzen vorbei und können ihren Superreichtum am Fiskus vorbei in Sicherheit bringen? Das muss man sich vorstellen. Und die Zeitung Kampakt, eine Verdi-nahe Zeitung, hat dazu dann bemerkt, dass über 1000 Beamte mit solchen Ratschlägen schon aktiv sind und ihre Nebeneinkünfte damit etwas aufbessern, dass sie Superreichen zeigen, wie sie das Geld am Fiskus vorbei lancieren können. Vielleicht haben sie auch Wladimir Selenskyj beraten, als der seine Milliarden, die er wahrscheinlich nur durch sein künstlerisches Talent bekommen hat, nach Pandora in eine Briefkastenfirma überbracht hat, bevor er seine Koffer endgültig in Kiew packen muss, damit er da ein Auskommen hat. Aber vielleicht wandert er ja auch in die USA, also zu seinen eigentlichen Auftraggebern aus. Also man darf sich ja am Heiligen Abend was wünschen gegen diese Regierung, aber auch gegen die CDU in der Regierung davor. Sollte Einigung möglich sein, zumindest außerparlamentarisch. Aber wenn ich mir schon an Weihnachten was wünschen darf, dann auch für die Europawahl. Eitelkeiten, Echokammer, Fanclubs, die jeder hat, Sarah Wagenknecht, Ulrike Gero, ach, die habe ich ja vorhin vergessen bei der Aufzählung, Markus Krall, Jürgen Todenhöfer, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, geh du voran, mach du es alleine, die hat jeder. Und die sind immer natürlich eine besondere Verlockung, sich nicht mit anderen zu einigen. Aber wenn es wirklich ernst ist, dass wir die Meinungsfreiheit schützen müssen, dass wir die Abrüstung erkämpfen müssen, weil sonst das Geld in diese furchtbaren Drohnen und Panzer geht, die jeder nur so braucht wie ein Kropf in einem schönen Gesicht, also die völlig unnütz sind, wo wir alles Geld für die Krankenhäuser, für die Bildung brauchen. Denken wir nur an die PISA-Studie, die verheerende PISA-Studie für den Bildungsstand unserer Kinder. Also wenn es darum geht, auch den Mittelstand zu retten, wenn es darum geht, den Bauern endlich wieder auf die Füße zu helfen, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu retten, wenn es darum geht, die wirklich anzugehen, die Lügen über angebliche Long-Covid-Schäden und die nicht abgrenzen von den Schäden, die mit sogenannten mRNA-Impfstoffen entstanden sind. Wenn es also wirklich darum geht, dass wir ein Stück mehr Wahrheit und Klarheit in Deutschland bekommen, dann sollten sich alle am Riemen reißen und gemeinsam vorangehen und nicht warten, bis das geschieht, was vor 50 Jahren in Chile passiert ist, die auch glaubten, mit ihrer großen parlamentarischen Tradition seien sie von jeder Bedrohung frei, oder was nach 1933 in Deutschland geschehen ist. Das ist alles nicht auszuschließen. Und deswegen sollten wir zusammengehen. Ich hoffe, dass wir in diesen Tagen nach dem heutigen Heiligabend dann etwas Einsicht bekommen in diesen besinnlichen Tagen und hoffe, auch wenn wir diese Sendung heute vorproduziert haben, dass wir uns dann vielleicht mit etwas mehr Einsicht und Weitblick an Silvester wiedersehen.
Ja, also ich bin froh, einen alten Kampfgefährten und Freund hier neben mir zu haben im Restaurant Amano am Strausberger Platz. Wir haben uns beide davon... Wir müssen Werbung machen, Zeppel. Die haben das für uns früher aufgemacht. Also ja, alle, die zuschauen, müssen hier essen. Der hat 5 Tage vorher ausverkauft. Also der braucht eigentlich keine Werbung. Aber der Platz ist eigentlich zumindest bei Sonne beschienen ein sehr schöner. Das haben wir beide festgestellt. Sigmar, wir kennen uns jetzt Jahrzehnte. Und wir haben uns im Bundestag gefetzt über diverse Fragen. Und dennoch ist ein Grundbestand, ja, also wir grüßen uns mit Freundschaft geblieben. Ist der nur sentimental? Ne, ist auch sentimental, ne? Also das, glaube ich, ist so, wenn man gemeinsam in so einem Jugendverband wie den Falken in der Sozialdemokratie groß geworden ist, da sozusagen gemeinsame Ideale hatte, vielleicht auch gelegentlich heute noch solche hat und die gleichen Dinge gemacht hat, in der Jugend sich begegnet hat, sich mit den richtigen Leuten gestritten hat. Und das mit großem Engagement. Und eigentlich, das so pathetisch, das vielleicht heute klingen mag, ja eigentlich für eine bessere Welt eingetreten ist. Das war ja die Idee dabei, nicht eine nächste Fußgängerzone zu beruhigen, sondern dann glaube ich, ist das etwas, was auch viele Jahrzehnte später noch irgendwas auslöst, wenn man sich begegnet. Ist nicht einfach weg. Naja, das ist erstaunlich. Wir haben uns ja nichts geschenkt. Also rhetorisch bist du eine Granate. Ich habe mich auch bemüht. Und dann haben wir trotzdem das Gefühl, dass irgendeine Verbundenheit ist. Das hing bei dir und bei mir in einer gewissen Phase unseres Lebens mit der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, dem antimonopolistischen Bündnis zusammen. Ich sage dir ehrlich, mich hat das deswegen angesprungen, weil es endlich mal ein Marxismus war, wo ich als Unternehmer Platz gefunden habe und auch sein durfte. Ich habe es gar nicht verstanden. Ja. Dann habe ich dir einmal unseren Freund, du warst ja nie bei mir am Bauernhof, auch nicht, als wir da die marxistischen Thesen in der SPD geschrieben haben, aber der Olaf Scholz war ja mehrfach da und der traf ich dann irgendwann im Bundestag, alles falsch, was ich damals gesagt habe, also der bildete sich ein, es verstanden zu haben. Nein, das kann ich von mir nicht behaupten. Ich bin das erste Mal, wir haben ein Jugendzentrum gewollt, weil ich aus so einer Familie kam, wir waren so arm bei uns, waren die Wohnungen klein und wenn das Wetter schlecht war, wussten wir nicht, wo wir es treffen sollten. Unsere Eltern wollten nicht, dass wir das zu Hause machen, wenn die nicht dabei sind, aus guten Gründen. Dann haben wir eine Jugendzentrumsbewegung gehabt und irgendwann kriegt man dann auch so ein paar Räume, da saßen die Jusos dann. Dann ging ich da hin. Vorher gab es eine Rathausbesetzung und all sowas. Ne? Und dann lasen die Lohnpreisprofit von Karl Marx. Da habe ich schon das Vorwort noch verstanden. Und nebenan saßen die Falken, die planten das nächste Zeltlager in Südfrankreich. Und da habe ich gedacht, da bist du besser aufgehoben. Aber dann gab es in der Tat, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei 35 Grad im Schatten in Südfrankreich einen Arbeitskreis Marxismus, zu dem man dann ging und versuchte zu verstehen, was im Kommunistischen Manifest stand. So was funktionierte damals. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute das heute machen würden. Wir haben es mit Begeisterung gemacht. Ob wir es verstanden haben, bin ich nicht so sicher. Ich weiß aber eins, als ich bei den Falken, ich war Vorsitzender in Hessen-Süd, du warst, glaube ich, Vorsitzender in Ostwestfalen. Nee, die Braunschweig. Aber es waren die richtigen, nennst die richtigen, drei ja, Bezirke, die damals genau, als links galten. Genau. Und als ich rausgeschmissen werden sollte, weil ich den Krefelder Appell mit meinem Bezirk unterschrieben habe, da warst du auch einer von denen, die gegen meinen Ausschuss. Ja, es gab eine berühmte Bundesausschusssitzung ja, und da waren, glaube ich, sogar die Braunschweig, ich weiß nicht, ob die Ostwestfalen auch dabei waren, wir waren dagegen, dich auszuschließen. Ulrich Wegener, genau, der lebt doch immer noch, ja, weil wir natürlich selber diesen Krefelder Appell unterschrieben. Ja. Und ich zum Beispiel auch. Ja. Und das war ja die Zeit, in der dann auch nicht allzu lang später der damals der Vorsitzende der Jungsozialisten Klaus-Uwe Benneter aus der SPD flog, auch weil er sozusagen in solchen Bündnissen gegen eine weitere militärische Aufrüstung war. Und das war eine bewegende Zeit. Wir waren natürlich der Überzeugung, dass der Brand recht hatte, wenn er gesagt hat, als junger Mann hätte er das Lied gesungen, nie, nie wollen wir Waffen tragen, nie, nie wollen wir wieder Krieg. Und deswegen fanden wir deinen Rausschmiss damals falsch. Du bist dann in der SPD als Sigi Pop auch gelegentlich bezeichnet worden. Wie kam das zustande? Also das hatte einen ernsten Hintergrund, über den der Schröder sich lustig gemacht hat. Also der ernste Hintergrund war, dass
Das war so um das Jahr 2000 herum, das losging. Damals, dass sozusagen mehr CDs verkauft wurden, als tatsächlich welche mit Musik drauf. Also sozusagen Leer-CDs eine x-fach höheren Absatz hatten, was dazu führte, dass die gesamte Musikindustrie an Einnahmen verlor und auch richtig viele Jobs in Gefahr waren. In Hannover gab es Universal damals, der erste Tonträger, His Master's Voice, ist da entstanden, die erste Schallplatte, später die erste CD, und ging richtig um Arbeitsplatzerhalt in diesem Teil der Musikindustrie, der durch das Schwarzbrennen einfach große Einnahmen verlor, die für die Künstler, aber auch für die, die arbeiteten in solchen Werken. Ja. Das ist heute natürlich alles längst vorbei mit Streamingdiensten und es hat sich ja auch manches, nicht alles, aber manches verbessert. Aber damals ging es im Kern darum, den Urheberrechtskorb 1 und den Urheberrechtskorb 2 im Bundesrat vernünftig zu verhandeln im Interesse der Künstlerinnen und Künstler. Das ist der eigentliche Hintergrund gewesen. Und weil ich viele der Künstler kannte, unter anderem durch dich, haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Dann entstand sozusagen dieser Spitzname. Durch dich und durch andere, auch durch Fritz Rau, habe ich viele Künstler kennengelernt und Wolfgang Besemer von Hannover Concerts, was bei uns einfach in Goslar, da haben wir gesagt, ist todlangweilig, wir müssen mal gucken, ob wir nicht welche einladen können. Und dann kamen viele. Du warst ja auch dabei, aber eben auch große Namen, damals Klaus Lage oder Wolfgang Niedeck mit Bapp und viele dieser Gruppen, Udo Lindenberg, Heinz-Rudolf Kunze, die alle kamen. Und Peter Maffay, wir hatten, machten große Veranstaltungen, aber auch mit Wolf Biermann, Hannes Wader. Und dadurch kannte ich die Künstlerszene und habe mit denen über die Frage geredet, was muss eigentlich in diesem Urheberrechtskorb drin sein. Das hat mich viele Jahre später nochmal eingeholt, denn so richtig, sagen wir mal, die Rechte der Künstler abgesichert ist es ja bis heute. Bis heute nicht. Gestört. Gerade heute nicht. In den Streaming-Diensten. Ja. Ich komme dennoch nochmal zurück auf das, was... Mich hat immer gewundert, warum das in der Ideologie des Internet und so später so als Leistung gehandelt wurde, die einfach umsonst gegeben wird. Weil dahinter steckt ja Arbeit. Ja. Eine künstlerische Arbeit, eine intellektuelle Arbeit. Ja. Und ich war immer dafür, dass man Arbeit ordentlich bezahlt und man sie nicht entwerten darf. Ja. Und diese Entwertungskultur habe ich immer als was Konservatives empfunden. Nichts, was mit einem linken Verständnis oder einem sozialdemokratischen Verständnis zu tun hat, weil sie Arbeit, den Wert der Arbeit ignoriert. Das war der Grund, warum ich mich damals dafür interessiert habe. Wenn ich dir auch ein Geheimnis sagen darf, ich habe mich nicht so häufig in meinem Leben mit Sarah gestritten, in dieser Frage ja. Und zwar, weil ich dort bei der Besteuerung der Erbschaften, die ja im Prinzip zu niedrig ist und die man auch durchaus anheben kann, wenn man die Freibeträge auch gleichzeitig anhebt, immer der Meinung war, aber das ist richtig, dass die Urheber, also die Komponisten und Texter, 70 Jahre lang ihre Werke geschützt bekommen. Und zwar aus einem ziemlich schlichten Grund, die werden beschissen bezahlt, gerade jetzt mit den Streamingdiensten. Wenn du aber 70 Jahre auf, ich sag mal, mein Lied tausendmal berührt oder andere Lieder, dann die Rechte einem Universal oder einem großen Musikverlag verkaufst und sagst, ihr könnt die 70 Jahre haben, kriegst du jetzt schon Valuta auf dein ohnehin etwas karges, in meinem Falle nicht, aber in vielen Fällen ja, auf dein karges Dasein. Und da habe ich ihr gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, Urheberrechte müssen 70 Jahre privat sein. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass Bertolt Brecht erst in 2 Jahren frei wird, dann ist er eben in 2 Jahren frei und bis dahin musste man sich mit Barbara Brecht oder mit seinen Töchtern irgendwie klarkommen. Ich glaube, da liegt in der marxistisch orientierten Linken ein falsches Verständnis auch von Kreativität, von Talent und der Besonderheit von Menschen, die oft nivelliert wird, weil man sagt, das misst man alles mit der Stoppuhr, mit der Arbeitskraft. Das kannst du, wenn du 30 Bücher schreibst und in 30 Jahren Sachbücher, Belletristik. Und da hast du einmal einen Erfolg. Und dann musst du den auf 2 Jahre steuerlich absetzen, also die Kosten absetzen, obwohl du 30 Jahre vorher nur Kosten produziert hast. Das ist ungerecht.
Ich sag das mal, weil du ja, ja. mit anderer Materie zusammen. Also für uns als Kulturschaffende ist das extrem ungerecht. Und da habe ich mich mit Sarah gestritten, die der Meinung war, man müsste eigentlich nach 10 Jahren das Urheberrecht dann der Allgemeinheit zugänglich machen, also kostenlos verramschen. Ja. Aber gut, das ist nur so einer dieser Hintergründe. Wenn du jetzt trotzdem mal, du behauptest zwar und kokettierst damit, du hättest von Lohnpreis und Profit nichts verstanden. Ich bin der festen Überzeugung, dass du heimlich auch als Außenminister, auch jetzt als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank, auch in deiner Funktion als Atlantikbrücke gelegentlich auf dem Klo mal so ein Buch von Marx anfasst. Was ist dir in dem Marxismus das besonders Attraktive, weshalb über Generationen hin, da drüben steht ein Marx-Denkmal an der Karl-Marx-Allee, weshalb junge Leute das studieren und das vielleicht auch besonders gefährdet? Naja, nochmal, als faszinierender Marxismus ist sicher für viele, dass da jemand zum ersten Mal versucht hat, die Funktionsweise dieses Kapitalismus zu erklären, der sich dann ja in einem doch großen Siegeszug bis heute durchgesetzt hat, um zu verstehen, wie entsteht dieser Reichtum eigentlich und was muss man tun, um ihn fair zu verteilen oder jedenfalls dafür zu sorgen, dass Menschen einen ordentlichen Anteil daran haben. Wir sehen, dass das bei weitem nicht überall gelingt, dass wenn wir in ein Land wie Afrika schauen, das an Bodenschätzen reich ist, unglaublichen Naturreichtum hat, dass nur wenige profitieren und gerade die Armut steigt und der Reichtum weniger auch. Also das führt dann, glaube ich, auch immer wieder Menschen dazu, die erneut die Frage zu stellen, ist das eigentlich die einzige Form, in der wir eine Gesellschaft organisieren können oder welche Rahmenbedingungen müssen wir verändern? Ich glaube, dieser Widerspruch zwischen dem explodierenden Reichtum auf der einen Seite und der gleichzeitig explodierenden Armut auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist das, was Menschen immer wieder dazu bringt, Fragen zu stellen. Und dann stoßen sie auf eine der denkbaren Antworten, auch im Marxismus. Unsere Theorie damals in unserer jugendgrauen Vorzeit war ja der staatsmännische Kapitalismus, also das Monopol bildet. Man kann es auch Oligopol nennen. Also Kapital reichert sich so an, dass es in der Lage ist, auf Afrika, auf andere Staaten transnational zuzugreifen und benutzt dabei auch staatliche Ressourcen. Ist dir in deiner langjährigen Zeit als Politiker aufgefallen, dass vielleicht ein Teil dieser Theorie stimmen könnte? Naja, wir haben ja nicht, bis auf einen Bereich, über den müssen wir vielleicht dann mal reden, ja nicht eine Entwicklung, dass wir Monopolstrukturen haben. Das hat ja auch viel dazu beigetragen, dass es in vielen Ländern, selbst in Amerika, Antitrust-Modelle gab, der Versuch, Monopole auseinanderzubringen und eher Regeln zu schaffen, bei denen kleinere Marktteilnehmer, neue Marktteilnehmer auch Chancen haben und nicht von einigen wenigen auch wieder Monopole wurden. Ja, auch wieder, dann auch eben wieder verschwunden sind. Wo ich die erste Mal das, die große Sorge habe, dass es nicht etwa mittels staatlicher Macht, sondern an staatlicher Macht übergreift, ist im Bereich sozusagen künstliche Intelligenz, digitaler Technologien, Quantum Computing. Ich finde, Gefahren, große geopolitische Gefahren, entstehen immer dort, wo zu viel Macht in den Händen weniger ist. Und wenn ich mir, normalerweise ticken wir in der Idee, dass sozusagen ein Staat zu viel Macht hat, eine Allianz zu viel Macht hat, ein Diktator zu viel Macht hat, ein Autokrat. Und hier stellen wir fest, dass ganz wenige Unternehmen, die alle in Amerika zu Hause sind, bis auf ein paar andere in China, dass die sehr viel Macht ansammeln, weil sie die Technologie in ihren Händen haben und offensichtlich die Politik Mühe hat, Regeln zu schaffen, nach denen diese Technologie zugunsten von Menschen und nicht zu Ungunsten eingesetzt wird. Und da gibt's, finde ich, etwas, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht sozusagen exterritorial und außerhalb von staatlicher Kontrolle Machtmonopole organisiert, denen wir uns nicht mehr entziehen können. Und da habe ich die größte Sorge, dass das entstehen kann. Interessanterweise sind die Chinesen die Ersten, die versuchen, das zu kontrollieren, weil es natürlich für ihr Machtmonopol der Kommunistischen Partei eine ernsthafte Gefahr ist. Aber für die demokratischen Gesellschaften, glaube ich, auch für andere Länder, ist diese Konzentration
technologischer Macht in den Händen ganz weniger, die versuchen, sich sozusagen zu entziehen staatlicher Regulierung, das finde ich eine ernsthafte Gefahr. Das ist kein Zufall, dass ein paar von diesen Vertretern Donald Trump benutzen wollen, um die demokratischen Institutionen der Vereinigten Staaten zu zerstören und sogar ganz offen sagen, sie seien gegen sowas wie Volksherrschaft und Demokratie. Sie seien eher für etwas wie die Römische Republik, autokratisch, wo die nennen das dann Republik und nennen sich Republikaner, meinen damit nicht die Partei, sondern die Idee, die Herrschaft der Edlen, zu denen sie sich selber natürlich zählen, und wollen diejenigen nicht mehr dabei haben, die quasi das dumme Volk sind. Solche Ideen verbinden sich interessanterweise mit Vertretern solcher sozusagen technologischen Monopole. Das finde ich eine ziemlich riskante Entwicklung. Und ich hoffe, dass es den Europäern und den Amerikanern, sind derzeit die Einzigen, die daran arbeiten, gelingt, dafür Regulierung zu finden. Bevor ich dich gleich frage, ob das bei Biden und den Konzernen, die ihn stützen und der Verarsche auch von Wählerinnen und Wählern durch die Demokraten nicht auch der Fall sein könnte, möchte ich nochmal ganz kurz auf andere Monopole zurück. Ich habe das Gefühl, dass durch die Räumung bestimmter logistischer Ketten im, sagen wir mal, Bereich des Transports, im Bereich der Kommunikation für Amazon auch ein monopolhafter Platz frei geworden ist. Und es ist doch nachgerade für alle Menschen, die jetzt da draußen am Strausberger Platz rumlaufen, eine Demütigung, dass die auf jede Million Gewinn 50 Euro Steuer zahlen in Deutschland. Naja, erstmal ist es eine Frage, warum wir alle, auch die da draußen am Strausberger Platz rumlaufen, nicht mehr sozusagen zu Karstadt, um mal ein Beispiel zu nennen, oder Kaufhof gehen, sondern aber jetzt Internet, sind wir nicht. Im Internet. Also ich glaube nicht, dass die Leute Natürlich ist das eine Entwicklung, es geht nicht um Schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht um eine Entwicklung in einer Gesellschaft, bei der ein neues Angebot, eine neue Dienstleistung eine alte verdrängt. Das ist nichts Neues. Während die Schienen stillgelegt worden sind und die Straßen in einem erbarmungswürdigen Zustand sind. Ja. Da sitzt man zu Hause und lässt Amazon kommen. Ja. Das ist doch auch verständlich. Der Einkaufsbummel hatte früher doch auch seinen Preis. Naja, das halte ich ehrlich gesagt für eine die größte Ausrede überhaupt. Dass es an der Schiene liegt, dass die Leute natürlich nicht zu Karstadt und nicht in die Innenstadt gehen. Ist doch auch zu spät gekommen. Und ja. Nicht. Du bist nicht zu spät gekommen, aber dein Zug kam doch wieder zu spät. Meine Innenstadt ist nicht leer, weil da keine Schiene hingelegt wurde, sondern die ist deshalb leer, weil die Leute ein anderes Einkaufsverhalten haben, weil eine andere Dienstleistung aus Sicht des Einzelnen einen größeren Service bietet als die davor. Das war schon beim Verschwinden der Tante-Emma-Läden so, die wir alle bedauert haben, aber eingekauft haben wir im Supermarkt um die Ecke. So, und jetzt geht es um die Frage, kann das eigentlich sein, dass der Wohlstand, der sozusagen bei einem Unternehmen, bei Amazon entsteht, kann das eigentlich sein, dass der in einer Weise besteuert wird, die weit geringer ist, weil sie sich einen guten Platz ausgesucht haben, bei dem wir Niedrigsteuersysteme haben, als jeder andere, der hier als Einkommensteuerzahler durch die Gegend läuft. Und was noch viel wichtiger ist, kann es eigentlich sein, dass so ein Unternehmen seine Leute, die bei ihm beschäftigt sind, zu Löhnen und Gehältern bezahlt, die aus unserer Sicht nicht angemessen sind, sodass die streiken müssen? Kein Tarifvertrag. So ist es. Sie streiten ja möglicherweise noch nicht mal um die Höhe. Ja, also sie wollen einfach keine gewerkschaftliche Interessenvertretung in ihrem Unternehmen. Ja. Und da würde ich sagen, das widerspricht allem, was in der Kultur dieses Landes in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurde. Vielleicht hat man auch noch ein bisschen länger gebraucht. Ging in der Weimarer Republik los. Aber der Kampf um Tarifverträge, das ist Artikel 9 Absatz 3 unserer Verfassung. Das ist ein Grundrecht, das ein Arbeitnehmer in Anspruch nehmen darf, dass er eine gewerkschaftliche Interessenvertretung hat. Das ist nicht irgendwie Artikel 134 oder 138, sondern 9 Absatz 3 Grundgesetz, Grundrecht. Ja. Wer dagegen verstößt, ist früher Radikaler im öffentlichen Dienst genannt worden, weil er sozusagen die FDGO nicht gewährleistet hat. Und dass man sich dagegen wehrt, das finde ich berechtigt. Ich komme nochmal auf Biden zurück. Ich gehe mal davon aus, bei der letzten Wahl hätten wir beide Biden gewählt. Bei einer künftigen Wahl bin ich mir bei mir jedenfalls nicht sicher. Ich höre bei dir raus, dass du wieder Biden wählen. Aber warum solltest du Trump wählen? Ja, weil der keinen Krieg gemacht hat. Okay, dafür zerstört er sozusagen eine 200 Jahre alte Demokratie, unterstützt Rassisten. Die ich sowieso nicht besonders toll gefunden habe.
Du bist ein Poster der Atlantikbrücke. Ich war du hast ja gerade erklärt, du denkst über die Frage nach, ob du jemanden und wählst, der von QAnon profitiert wird, der weiße Rassisten unterstützt, der das Tragen von Waffen bei weißen Rassisten für richtig empfindet. Und da würde ich sagen, bei aller Liebe, das Zerstören der amerikanischen Demokratie und das an die Macht bringen von Rassisten scheint mir nicht der Weg zu sein, bei dem die Welt besser wird. Ich bin froh darüber, dass der Biden Präsident ist. Ich hoffe, er wird wiedergewählt, was keineswegs sicher ist, weil ich zum Beispiel glaube, dass, wie wir gerade sehen, mit ihm jemand da ist, der weiß, dass er sich mit China verständigen muss. Wir erleben gerade trotz des Wahlkampfes den Versuch der Amerikaner, mit der Volksrepublik China zumindest ein Maß an Verständigung zu erreichen, bei dem uns nicht der nächste Krieg droht. Ich glaube, bei Trump, bei Trump wird das Gegenteil passieren. Ich finde, dass der Biden ziemlich mutig ist. Biden ist derjenige, der auf der einen Seite den Schutz Israels ernst nimmt, indem er dem Iranern und der Hisbollah zeigt, wenn ihr euch einmischt, werdet ihr es mit uns zu tun bekommen, und gleichzeitig seinen Einfluss auf die Israelis nutzt, diesen fürchterlichen Krieg in Gaza einzustellen oder zumindest auf dem Weg dahin möglichst viel dafür zu tun, dass nicht immer mehr Zivilisten ermordet werden oder umkommen. Das, finde ich, ist eine Politik, die ich von Trump nicht zu erwarten habe. Der hat dafür gesorgt, dass Hunderte von Milliarden Waffen nach Saudi-Arabien geliefert wurden, anstelle sich darum zu kümmern, dass es eine vernünftige Lösung für den Palästina-Konflikt gibt. Also ich wüsste nicht, warum man Trump wählen sollte. Sie kommen ja beide in den Luxus, dass wir nicht wählen müssen in den USA. Bei mir wäre es ein wirklicher Luxus, weil ich nicht wüsste, was ich tun soll. Aber du hast ein Thema jetzt. Ich muss aber aufpassen, dass man als Linker nicht sich hinterm Vorhang mit den Rechten trifft. Naja, das mag auch alles sein, dass vielleicht ein Teil dessen, was wir völlig zu Recht in der Zeit der Auschwitz-Prozesse und in der Zeit des Kampfs gegen Berufsverbote und rassistischer Auftriebe für richtig befunden haben, heute auch die Form wechselt. Es kann übrigens auch sein, dass Sterne manchmal untergehen oder untergegangen sind und noch lange leuchten. Also ich habe bei denen, was da rechts ist, in den USA auch Leute erlebt, die sehr vernünftig argumentieren. Ich habe bei Leuten, die hinter Hillary Clinton standen, die sich dann ergötzt hat an dem Video, in dem Gaddafi die Finger abgeschnitten bekommen hat und dann ermordet wurde, das Gefühl von Ekel gehabt. Also es geht nicht um die Frage in Amerika, ob man alles, was die Demokratische Partei getan hat oder die Republikaner für richtig empfindet. Es geht um die Frage, glaube ich schon, der Stabilität der einzigen westlichen Supermacht. Wenn dieses Land ins Kippen gerät, dann wird das Folgen haben für den Rest der Welt, auch für uns in Europa, und zwar keine friedlichen. Man mag von den USA halten, was man will. Die Wahrheit ist schon, was wir hier so genießen in diesem Land, ist ganz wesentlich durch die Amerikaner ermöglicht worden. Das geht los beim Marshallplan über die Europäische Union. Und ich kann nur davon abraten, Gedankenspiele zu haben, jemanden an die Macht zu bringen, der ja nicht regieren soll. Das ist ja nicht die Auffassung der Leute, die ihn unterstützen. Die Leute, die ihn unterstützen, haben die Auffassung, dass man ihn benutzen will, um die demokratischen Institutionen der USA zu zerstören. Und da muss ich ganz offen sagen, das ist ein Spiel mit dem Feuer, und das Feuer wird uns erreichen. Du hast jetzt in der ganzen Aufzählung den Ukraine-Krieg rausgelassen bei einem Chefdiplomaten. Das meine ich jetzt im doppelten Sinn des Wortes. Du warst es in deinem Amt als Außenminister, als Vizekanzler, aber du bist es auch, weil du, solange ich dich kenne, immer diplomatisch auch mit der Kunst, der bismarckischen Kunst, sich in den anderen hineinzudenken, argumentiert hast. Ich will dich jetzt als Vorsitzender der Atlantikbrücke nicht zu Glaubensbekenntnissen veranlassen, die dir vielleicht in den 10 Jahren, sind wir beide, wenn ich da nicht mehr lebe oder so, gar nicht mehr so gefallen. Wir können dann nicht einfach fragen, was hätte im Vorfeld von deutscher Seite anderes getan werden können, außer zu sagen, alles, was Willy Brandt zur Ostpolitik gesagt hat, war falsch, treten wir in die Tonne, wir hätten viel härter mit Putin umgehen sollen. Jetzt muss man erst mal sagen, was hat Willy Brandt eigentlich gesagt? Er hat eben nicht gesagt, Wandel durch Handel, wie eben hier heute viele behaupten. Volk der guten Nachbarn sein. Erstmal ist das die, sagen wir mal, neoliberale
Stimmt, ja. Interpretation. Es ging um Wandel durch Annäherung. Mhm. Das war die Idee Brandts. Mhm. Wir verstehen, dass für euch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenzen zentral ist. Ihr müsst dafür den Menschenrechtskorb von Helsinki unterschreiben. Das ist die Idee sozusagen in den 70er Jahren gewesen. Wenn wir uns die Entwicklung in Russland später anschauen, dann gab es ja eine Rede, die erstaunlich war, von Putin hier im Deutschen Bundestag. Ja, 2001. Wenn man sich die heute durchliest oder anhört, kannst du ja denken, das ist so kurz davor, dass er den Beitritt zur NATO beantragt. Hat er übrigens. Und dann, er hat damit gespielt, er hat es natürlich nicht gemacht. Ja. Und er hat dann sechs, sieben Jahre später eine genau entgegengesetzte Rede gehalten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit hoher Aggressivität. Ohne deutschen Anteil? Und hat... Ohne deutschen Anteil, völlig ohne deutschen Anteil. Ah. Denn die Deutschen sind die gewesen, die gegen viele andere, das wird uns ja heute zum Vorwurf gemacht, auf ihn zugegangen sind. Also, wir haben gemeinsam mit den Franzosen die Aufnahme der Ukraine in die NATO abgelehnt. Wir haben mit vielen anderen, dort sogar einstimmig, in einem der NATO-Russland-Grundakte festgelegt, dass zwar neue Mitgliedstaaten der NATO kommen, die eine Grenze zu Russland haben, aber dass dort keine NATO-Waffensysteme, keine NATO-Truppen stationiert werden. Die Behauptung, die NATO stände an der Grenze Russlands, war schlicht gelogen. Dort steht sie bis heute nicht, es sei denn mit dem Bataillon in Litauen, aus dem Grund, weil er damals die Krim besetzt hat. Erst danach kam es dazu. Ansonsten keine NATO-Verbände an der Grenze Russlands. Alles auf deutsche Initiative. Wir haben mit ihm versucht, sozusagen eine faire Energiepolitik zu entwickeln, gegen große Widerstände in Europa. Das alles hat Wladimir Putin nicht interessiert. Er hat am Ende nicht nur die Ukraine überfallen, hat es ja vorher im Kaukasus gemacht, er hat in Georgien, in Tschetschenien mit großer Gewalt operiert und dann die Krim annektiert und danach die Ukraine überfallen. Dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Selbst wenn der Westen im Umgang mit der Ukraine zum Beispiel bei der Aufnahme in die NATO-Assoziierung nicht mit Russland hinreichend gesprochen hat, das ist ja einer der Vorwürfe an die Europäische Union, dass sie unter der Barroso-Kommission nicht ausreichend mit ihm geredet haben, ist das kein Grund, ein Land zu überfallen. Ich glaube einfach, dass wir uns eine Illusion gemacht haben. Putin hat irgendwann erkannt, dass die Reform seines Landes zu einer funktionierenden Marktwirtschaft ihm nicht an der Macht erhält. Er hat sich mit alten und neuen Oligarchen verbündet und er wollte Russland wieder zur Großmacht machen. Und zwar in der Idee des 19. Jahrhunderts, ganz offensichtlich. Und wir haben 2008 was falsch gemacht, nach dieser Rede. Nach 2008 hätten wir zwei Dinge tun können. Entweder eine richtig große Entspannungsoffensive oder eine richtig harte Verteidigungsinitiative. Wir haben von beidem ein bisschen was gemacht und nichts richtig. Was hätten wir richtig machen müssen? Beides zusammen. Wir hätten genau das. Du hast gesagt, beides, von beidem ein bisschen. Ja, wir haben von beidem. Wir haben gesagt, die Ukraine wird nicht in die NATO eingenommen, nicht jetzt, aber vielleicht später. Du schließt aus, dass die USA mit ihren Geheimdiensten in der Ukraine bei verschiedenen Putschs beteiligt waren. Ich halte das für völligen Blödsinn. Es gibt so viele Hinweise. Es gibt vor allen Dingen einen Hinweis, dass die ukrainische Bevölkerung von ihren korrupten Regierungen die Nase voll hatten. Und jetzt haben sie keine korrupte Regierung mit 1,1 Milliarden steuerhinterzogenem Geld von diesem... Im schönen Restaurant, auf dem weichen Sofa, über andere Leute zu reden, ist so einfach. Ja, ich Die Ukrainer haben mehrfach ihre Regierungen zum Teufel gesagt, übrigens in einem demokratischen Wahlprozess, weil sie von der Korruption die Nase voll hatten. Sie haben sich von Europa erhofft, dass wir ihnen helfen, diese Korruption zu bekämpfen und einen ordentlichen Staat zu machen. Weißt, von wem die Scharfschützen auf dem Maidan kamen. Das vor allen Dingen war die Überzeugung der jungen Leute dort. Und dann hat man versucht, diese Bewegung mit Gewalt zu unterdrücken.
Ich weiß nicht, wer die Scharfschützen waren. Du weißt es übrigens auch nicht. Nein, aber es gibt Hinweise, dass... Hinweise gibt es von jedem. Die Medien waren sich unisono einig. Das waren... Völlig nebensächlich. Man hat versucht, diese Demokratiebewegung zu zerstören. So, das ist nicht gelungen. Und in der Ukraine gibt es eine sozusagen das einzige Land, das außer dem Baltikum, aus den baltischen Staaten, das sich aus der Sowjetunion herausgelöst hat, das mehrfach gezeigt hat, dass es demokratische Wahlen durchführen kann und sie friedliche Übergänge in die Regierung schaffen. Das ist ein Land gewesen, das sich in Richtung Europäischer Union aufgemacht hat. Und das wurde von Russland brutal gestoppt. Dass es in der Ukraine Konflikte gibt mit denen, die sozusagen in der östlichen Teil leben, dass die ukrainische Regierung gegenüber diesem Teil nicht gerade eine Versöhnungspolitik gemacht hat, all das stimmt. Aber dass die Menschen sich überhaupt gegen sozusagen auf den Maidan gestellt haben, hat was damit zu tun gehabt, dass sie einen besseren Staat wollten. Dann kam ja eine Phase der Ruhe und dann wollte die ukrainische Regierung das Antikorruptionsgesetz wieder abschaffen. Und dann haben die jungen Leute in der Ukraine so viel Protest dagegen erhoben, dass mit Hilfe der Europäischen Union das aufrechterhalten werden konnte. Dass die Ukraine heute immer noch Korruption hat, das liegt erstens daran, dass die nicht von heute auf morgen verschwindet und zweitens, dass sie im Krieg ist. Es tut so gut, unter Menschen zu sein, die sich nicht nach Nachrichten richten. Die prüfen Fragen und zweifeln, verzweifeln, die rätseln und spinnen und dichten. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Helme ertragen. Menschen wie ihr seid es, die mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Freunde fürs Leben, die so ticken wie du auf schwurbeltreff.de. Jetzt auch als App. Ganz genau. Nomen est omen. Der Name als treffende Charakterisierung einer Sache ist hier von mir nicht ironisch gemeint. Vor reichlich 10 Jahren übernahm der Winzer Andreas Schneider zusammen mit seinem Bruder die Leitung des elterlichen Weinbaubetriebes. Am Start ist seit 20 Jahren in Deutschland eine völlig andere Weinbaugeneration. Solide theoretische Ausbildung in Geisenheim und in anderen Ausbildungsrichtungen, sowie das Sammeln praktischer Erfahrungen in Frankreich und in anderen Anbauländern. Vor über 20 Jahren habe ich über die ersten Sauvignon Blanc aus Deutschland nur müde gelächelt. Andy Schneider macht inzwischen, auch dank der in Neuseeland gesammelten Erfahrungen, einen hervorragenden Sauvignon, auch schon mehrmals als bester Sauvignon Blanc Deutschlands bewertet. Heute möchte ich einen Schaumwein des Weingutes Schneider vorstellen. Es gibt 2 Voraussetzungen für die Kreierung eines sehr guten Schaumweines. Hervorragende Grundweine und eine gekonnte zweite Flaschengärung. Weingut Schneider lässt, wie die meisten deutschen Weingüter, seinen Wein von Spezialisten versekten. Bis vor etwa 5 Jahren vermarktete Andy seinen Schaumwein als Riesling Sekt Brüt. Dann kam die Idee, ihn als Cremant Riesling Brüt anzubieten. Warum? In Frankreich gibt es neben dem flaschenvergorenen Champagner diverse Cremants. Cremant du Jura, Cremant de Bourgogne, Cremant d'Alsace und so weiter. Aber beschränkt auf Frankreich und Luxemburg. Einer der größten Schaumweinhersteller der Welt, die katalanische Firma Codorniu, klagte 1990 vor dem Europäischen Gerichtshof und verlangte, dass die Bezeichnung Cremant als Qualitätskennzeichnung für hervorragende Schaumweine in ganz Europa zugelassen wird. 1994 gewann Codorniu seinen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof. Seitdem ist die Bezeichnung Cremant für alle Schaumweine zugelassen, die nach strengen Richtlinien hergestellt werden. Flaschengärung, mindestens 9 Monate Hefelagerung. Die Weintrauben stammen aus einer begrenzten Region.
Es erfolgt Ganztraubenpressung mit limitierter Ausbeute an Most. Gut informierte Kunden, zumal auch internationale Gäste in der Gastronomie, kennen die Bedeutung des Wortes Cremant. Es ist keine frankophile Spielerei, sondern eine vinophile Kennzeichnung für die Qualität des Champagner des Alltags. Die Umsätze des Schaumweines von Andi Schneider sind seit der Änderung der Bezeichnung in der gehobenen Gastronomie wesentlich gesteigert worden. Wir probieren heute einen 2021 Cremant Riesling Brut vom Weingut Karl-Heinz Schneider. Der Wein oder der Cremant wurde 2020 gelesen. Die Tirage, das heißt der Ansatz der Flaschengärung, erfolgte im Juni 2021. Vorher wurden die Grundweine in 1200 Liter Stückfässern vergoren. Degorgiert wurde der Cremant jüngst, das heißt im November 2023. Kann man ausrechnen, 30 Monate Hefelager, also weit mehr als die geforderten 9 Monate. Wir haben in der Nase eine feine, aber sehr kräftige Rieslingwürze, Zitrusfrüchte, eine sehr elegante Perlage, das hängt mit den 30 Monaten Flaschengärung zusammen. Der Cremant ist bei gut sortierten Fachhändlern erhältlich. Außerdem, wie in der letzten Mod-Sendung schon bekannt gegeben, direkt ab Weingut. Zum Wohl, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte über Mods an mich. Also erst einmal die Frage, ich weiß nicht, ob du auf deiner Fahrt von dem Hambacher Schloss jetzt nur unterwegs geparkt hast. Wie war es heute am Hambacher Schloss? Also es war eine fantastische Stimmung da. Wir hatten etwa 10.000 Menschen da, die für Freiheit und für unsere grundgesetzliche Ordnung eingetreten sind, was nicht so schlecht ist. Wir hatten 900 Polizisten, die uns beschützt haben. Also wir haben uns gefühlt wie in Abrahams Schoß, ganz wunderbar. An der Stelle muss ich wirklich mal sagen, ein Lob an die Beamten. Die haben das hochprofessionell und extrem gelassen und extrem, wie soll ich sagen, gut gemacht, ja. Also man konnte sich da wohlfühlen. Das ist ja nun nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, dass es der Staatsgewalt gelingt, alle Beteiligten so zu managen, dass man das sagen kann. Also das wurde wirklich ausgezeichnet gemacht. Und wir haben eine sehr gute Veranstaltung auch im Sinne dessen gehabt, dass wir gute Reden gesehen haben. Meine natürlich ausgenommen, über die kann ich nicht urteilen, das müssen andere machen. Und wir hatten eine Preisverleihung. Michael Ballweg hat den Demokratiepreis erhalten, gestiftet von der Abbas-Initiative, deren Vorsitzender ich bin, und überreicht durch Wolfgang Kochanek von Unternehmer stehen auf. Und wir hatten also auch das perfekte Wetter für eine schöne politische Veranstaltung und eine gute Diskussion. Wir haben ja, Markus, eben über die geostrategische Einordnung auch der Türkei-Wahl, aber natürlich auch die geostrategische Einordnung der Energiekosten in Deutschland besprochen. Was ist deine Auffassung? Was sind hier die Hauptsünden der Ampelregierung? Also ich glaube, dass wir im Moment einen geostrategischen Irrlauf haben. Der wurzelt in mehreren grundsätzlichen Missverständnissen. Ich glaube zum Ersten, dass wir uns, diese Attitüde wieder zu eigen gemacht haben, die noch nie uns gut getan hat als Deutschland, nämlich dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Das war ja der Spruch im Kaiserreich. Wo das hingeführt hat, wissen wir. Mit einer ganz ähnlichen Grundattitüde hat man dann später nochmal einen Riesenkonflikt vom Zaun gebrochen. Ich glaube, dass es uns Deutschen aus der Geschichte, wenn wir lernen wollen, gut ansteht, Bescheidenheit zu üben und erstmal zuzuhören und nicht den Wortführer eines internationalen Konflikts zu geben.
Das ist mal das Allererste. Also dieses, das ist das erste Missverständnis, das in der Ampel um sich gegriffen hat, dass man solche Lehren der Geschichte über Bord werfen könnte. Das zweite grundsätzliche Missverständnis ist, dass man die Kräfteverhältnisse falsch einschätzt. Und zwar sowohl die ökonomischen Kräfteverhältnisse als auch die militärischen Kräfteverhältnisse. Die ökonomischen Kräfteverhältnisse sind nun mal so, dass wenn ich einen Wirtschaftskrieg anfange, dann sollte ich nicht einfach vollkommen in der Position sein, wo ich schon nach dem zweiten Zug Schachmatt bin. Ja, und wir haben einen Energiekrieg im Grunde genommen mit Russland vom Zaun gebrochen, der unsere Wirtschaft jetzt in den letzten 12 Monaten schon aufs Schwerste geschädigt hat, der ungeheure Summen verschlungen hat, der die Verschuldung des Landes nach oben getrieben hat, der die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie so weit beschädigt hat, dass jetzt von Deindustrialisierung die Rede ist. Und wir haben eine Attitüde gegenüber Russland, die ich für falsch halte. Ich möchte da mich jetzt nicht darüber äußern, wer jetzt schuld oder unschuld ist an den Auseinandersetzungen in der Ukraine. Das steht mir nicht zu. Aber ich glaube, dass man, wenn man einen positiven Beitrag da leisten möchte, dass man gerade als Deutsche gut dran tut, nicht mit Säbelrasseln zu glänzen, sondern mit Diplomatie und die diplomatischen Kanäle zu nutzen, um etwas Gutes zu bewirken, und zwar für alle Beteiligten. Und da bleiben wir hinter unseren Möglichkeiten zurück. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich glaube, dass man diesen Weg aus Bequemlichkeit in Berlin gar nicht beschreitet. Und man möchte sich auch nicht in etwas härtere Diskussionen mit unseren Bündnispartnern begeben. Da hat man nicht, wie soll ich sagen, das was auch immer in der Hose dafür. Und das ist aber notwendig. Und nur so funktioniert auch eine Partnerschaft, auch eine transatlantische Partnerschaft übrigens, indem selbstbewusste Teilnehmer miteinander reden und um das Richtige ringen, statt dass alle in die gleiche Richtung rennen und keiner mehr einen kritischen Blick mal hinter sich wirft. Hm. Markus, du kommst vom Markt, ich komme eher vom Marx. Vorhin hat der linke Redakteur Jens Berger von der Deindustrialisierungsgefahr gesprochen. Jetzt sprichst du von der Deindustrialisierungsgefahr. Kommt es dir nicht gespenstisch vor, wie viele Übereinstimmungen du, der lange auch Frau Merkel ganz früher mal beraten hat und der Spitze des Degussa-Konzerns gestanden hat? Ich habe Frau Merkel nie beraten, Gottes Willen. Ja, aber du warst für den Goldhandel hast du gestanden dort. Ja, ja. Und also, der ich habe Politiker beraten und dann auch einige in Deutschland, aber Frau Merkel hat da nie dazu gehört. Frau Merkel nicht, das war, genau. Sie ist ja relativ konsistent, aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das habe ich nur aus dritter Hand. ja, aber du bist jedenfalls eher damals in deiner beratenden Tätigkeit bei der CDU ein- und ausgegangen, als jetzt, sagen wir mal, in linken Kräften. Wie kommt es, dass jetzt sozusagen auf unsere alten Tage da etwas zusammenwächst, was früher nicht zusammengehört hat? Ich glaube, das hat was mit Empirie zu tun. Ich denke mal, es unterscheidet diejenigen, die die ökonomische Situation betrachten. Insofern unterscheiden die sich nicht, egal ob liberal, libertär oder eher sozialdemokratisch oder gar sozialistisch. Also über dieses ganze Spektrum, wer auch immer sich mit der Frage in unserer Lage befasst, der wird sich ja anschauen, wo wir stehen. Der wird sich ja zumindest mal, wenn er seine Arbeit ernst nimmt, sich die empirische Frage stellen, was passiert gerade? Und wenn man es empirisch betrachtet und sich die Lage anschaut und sich die Entwicklung anschaut, dann muss man leider feststellen, dass die Grundlagen unserer industriellen Wirtschaft, nämlich günstige Energie und entsprechende Logistik auch, entsprechende Infrastruktur, entsprechende Ausbildung, entsprechender Zugriff auf Märkte, auch das gehört dazu, dass all diese Komponenten erodieren. Und dass die Folge ist, dass große Unternehmen, mittlere Unternehmen und auch kleine Unternehmen aus diesem Land abwandern, mit mehr oder weniger Getöse. Wenn also Linde im Grunde genommen hat ja mit Praxair fusioniert, das war schon der erste Schritt zur Abwanderung. Jetzt wandert BASF ab, weil BASF mit den Energiekosten in Deutschland nicht mehr operieren kann. Die Metallindustrie, die Glasindustrie, die Verpackungsindustrie, das sind alles Industrien, die 20-25% Energiekostenanteil haben. Die können mit dieser Politik in Deutschland nicht leben. Sie können aber ein paar hundert Kilometer weiterziehen und da sieht es schon ganz anders aus, weil kein Mensch da draußen in Europa oder in der weiteren Welt das mitmacht. Wir sind eben nicht das Vorbild, wie die Grünen uns einreden wollen. Also sie reden es uns ja nicht erfolgreich ein, aber sie versuchen es. Und egal, über welchen Teil des politischen Spektrums man jetzt schaut, egal ob links oder rechts, ist völlig, völlig wurscht, jeder kann feststellen, was die Folgen dieser Politik sind und wem unser Land am Herzen liegt. Und da unterstelle ich
dass uns das, glaube ich, und das ist, glaube ich, das, was zum Beispiel dich und mich ja in einer Freundschaft verbindet. Unser Land liegt uns am Herzen, auch wenn wir unterschiedlich über verschiedene Themen nachdenken. Aber wem unserem Land am Herzen liegt, der kann nicht umhin, den empirischen Befund auszusprechen und davor zu warnen, den Weg weiter zu beschreiten, den man geht. Wir haben die Sendung unter den Titel gestellt und unter die Frage, geht der Mittelstand unter Habeck unter? Und linke Angewohnheit ist immer zu sagen, alles scheiße, deine Emma. Also man kritisiert, aber man ist mit den konstruktiven Vorschlägen etwas zurückhaltender. Was würdest du raten und empfehlen? Angenommen, es gäbe eine Kraft, eine neue Partei, eine neue Konstellation, die deinen Rat erfragen würde, um die Deindustrialisierung zu stoppen und den Mittelstand zu retten. Also das allererste ist, dass wir mit dem ganzen Unsinn aufhören müssen, den wir die letzten 2-3 Jahre angefangen haben. Wir müssen diese falsche Energiepolitik sofort stoppen. Und zwar, weil sie erstens mal zu den riesigen Energiekosten führt, die diese Deindustrialisierung treiben. Weil sie zweitens auch nicht geeignet ist, selbst, also ich bin ja bekennender, wie heißt es so schön, bekennender Leugner des menschengemachten Klimawandels. Zumindest leugne ich, dass die Zusammenhänge so klar sind, wie man sie uns da schildert. Aber wenn wir ihn mal annehmen, er würde existieren. Ja, wir unterstellen es jetzt einfach für den Moment, für das Argument. Dann ist auch unter diesem Aspekt diese Energiepolitik völlig falsch. Wir legen die CO2-sparsamste Energiequelle still, nämlich die Atomkraft, und ersetzen sie durch Kohle und nennen das Ganze Energie- und Klimawende. Da muss einer doch sich ans Hirn greifen, wenn man das als solches betrachtet. Also es ist so, dass im Grunde genommen die Verteuerung der Energie und die gleichzeitige Erhöhung des CO2-Ausstoßes dieses Landes miteinander Hand in Hand gehen. Das hat eigentlich noch keiner geschafft, so einen Blödsinn hinzukriegen, wie das, was die Grünen uns da gerade servieren. Und dann verkaufen sie es auch noch, als ging es ums Klima. Es geht nur um Ideologie und es geht nur um Geopolitik an dieser Stelle und um das Durchsetzen von irgendwelchen Kindheitsträumen. Ja, also das ist das Erste, was wir stoppen müssen. Das Zweite, was wir stoppen müssen, ist die Überregulierung. Wir regulieren dieses Land, eigentlich diesen ganzen Kontinent zu Tode. Da gehört natürlich auch dieses Habecksche Heizungsgesetz rein. Das ist ein Regulierungsmonstrum. Aber es ist nur eins in einer Reihe von 15.000 Bauvorschriften, die uns Brüssel die letzten 20 Jahre beschert hat. Entschuldigung. Also 15.000 neue Bauvorschriften sind aus Brüssel gekommen seit dem Jahr 2001. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, das sind irgendwie 2 am Tag. 2 neue Gesetze am Tag aus Brüssel, nur zum Thema Bau, von den ganzen anderen Themen abgesehen. Also wir müssen massiv deregulieren, denn die Regulierung kostet den Mittelstand mehr Geld als die Industrie. Die Industrie übt Compliance mit irgendwelchen Regulierungen mit relativ geringen Grenzkosten. Für den Mittelstand sind es jedes Mal Monsterkosten, vor allen Dingen Bindung an Managementkapazität und an Kapital und an, natürlich sowieso von der Kostenseite auch. Das Dritte, was wir machen müssen, ist, wir müssen den Staat kleiner machen. Wir müssen mehr Geld an die Menschen zurückgeben. Wir können diesen überbordenden Staat, der es auch nicht nimmt und denen gibt, die es wirklich nötig hätten. Das tut er schon lange nicht mehr. Dieser Staat ist nicht mehr sozial. Also wenn man das Soziale will, dann muss man auch gucken, dass der Staat das Geld, das er für diesen Zweck einnimmt, auch denen gibt, die es brauchen und nicht auf dem Weg von Einkassieren zu Auszahlen 2/3 behält in einer Riesenbürokratie. Das heißt also, wir müssen diese Bürokratie massiv zurückfahren, damit mehr übrig bleibt für die, die es nötig haben und die es brauchen. Ich bin zwar generell kein Freund von Umverteilung, aber wenn schon Umverteilung, dann bitte effizient. Und dann muss es bitte nicht dort hängen bleiben, wo es nicht gebraucht wird, sondern es muss dahin gehen, wo es wirklich gebraucht wird, bei denen, die es wirklich nötig haben. Und da sind wir schon lange von weggekommen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, und zwar deswegen, weil er die Bevölkerung demotiviert. Die Bevölkerung fühlt sich sozial abgehängt. Ja, weil nämlich das, was da eingesammelt wird, dieses 1,1 Billionen große Sozialbudget, das wir haben, 1,1 Billionen, das ist ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts und es kommt nicht mehr bei den Menschen an. Wie kann das sein, dass wir 1,1 Billionen fürs Sozialbudget ausgeben und einen riesen Apparat unterhalten mit Zehntausenden von Beamten und Angestellten und Gutmenschen und die Menschen trotzdem in diesem Land Rentnerflaschen sammeln gehen müssen? Das finde ich einfach unerträglich und das muss weg, weil das demotiviert die Menschen. Sie fühlen sich nicht mehr aufgehoben in diesem Staat und die Leistungsträger wandern dann aus. Und das Vierte ist, wir müssen endlich aufhören mit dieser Bildungskatastrophe, die wir da produzieren. Wir brauchen in einem Land, das keine Rohstoffe hat, können wir nur durch Bildung und durch Wissen Wohlstand erreichen. Das war früher mal eine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich anschaut, wie wir auf der Rangliste der gebildeten oder weniger gebildeten Völker dieser Erde absteigen, dann wird es einem Angst und Bange. Und das muss endlich aufhören,
dass wir hier diese Bildung so vernachlässigen. Das sind also relativ simple, alte Weisheiten. Es ist nichts Neues. Man braucht keinen Nobelpreis zu verdienen. Man muss keine neue Theorie erfinden. Man muss sich auf das besinnen, was uns mal erfolgreich und stark gemacht hat. Schlanker Staat, wenig Bürokratie, Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit, billige Energie, Fokus auf die Bildung. Ja, und was dann noch bleibt, ist, den Leuten endlich wieder zuzutrauen, für sich selber gerade zu stehen. Wir brauchen mehr Selbstständigkeit, mehr Mittelstand und wir brauchen weniger Konzerne. Das kommt auch noch hinzu, weil Konzerne sind mittlerweile durch das Aktienrecht, das wir uns gegeben haben, eigentlich sowas wie kleine staatliche Bürokratien. Die schaffen keine Wettbewerbsfähigkeit, die absorbieren welche. Wir sollten Familienunternehmen, Kleinunternehmen, KMUs, Handwerker, Mittelständler, das ist das, was wir fördern müssen. Vom Taxifahrer bis zum, ich sag mal, 1000-Mann-Betrieb, das ist der Mittelstand, das ist der, wo unser Wohlstand entsteht und wo wir in Zukunft uns zukunftssicher machen können und nicht irgendwelche Wolkenkuckucksheime von irgendwelchen Großprojekten, wie soll ich sagen, planwirtschaftlicher Natur, die da in irgendwelchen grünen Gehirnen herangezüchtet werden. Ich wünschte ja, bei den Grünen gäbe es sowas wie einen Plan oder Planwirtschaft. Wir haben jetzt nicht die Aufgabe, bei Mozart auf Deutsch mit den Gästen in Kontroverse zu gehen. Und ich will natürlich einfach nur anmerken, dass ich bei Atomkraft immer noch Angst vor dem Atommüll habe und beim Sozialstaat nicht sage, er muss schlanker werden, sondern muss muskulös sein, also weniger Fett haben. Aber vielleicht kommen wir dann im näheren Befund ganz nah zusammen. Natürlich bei der Macht der Konzerne stimmen wir dann wieder überein. Vielleicht nochmal die Frage nach der Geostrategie und vielleicht ausklingend auch, was denn getan werden kann, damit wir wieder zu preiswerten Energiekosten kommen. Damit, denn ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Abwanderung, ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Photovoltaik nach China gegangen ist, ein ganz wesentlicher Punkt, warum auch die Wärmepumpen jetzt in die USA gehen. Was können wir tun und engagierst du dich hier auch in der Frage, wir werden ja nach dir dann mit Karl Kröckel, Handwerker für den Frieden, sprechen und freuen uns natürlich alle sehr, dass du hier in der Sendung bist, aber auch über die anderen Gäste. Was ist geostrategisch neu zu machen von einer Außenministerin Baerbock oder einem Wirtschaftsminister Habeck oder ja, meinetwegen auch Herrn Lauterbach? Ich habe das vorhin gesagt, als du noch auf der Autobahn warst. Über Italien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Also zunächst mal glaube ich, dass die beiden Namen, die du gerade genannt hast, eine Frau Habeck und eine Frau Baerbock und ein Herr Habeck, dass die nicht in der Lage sein werden, eine andere Politik zu fahren, als die diese fahren. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, ich wünschte, die Grünen hätten einen Plan. Das ist also, was die Grünen machen, ist die planloseste Planwirtschaft aller Zeiten. Das ist eigentlich ein Paradox. Ja, das ist schon spektakulär, wie man versucht, eine Planwirtschaft einzuführen und das dann mit vollkommener Planlosigkeit völlig ohne Verstand macht. Also selbst Leute, die für die Planwirtschaft wären, nehmen wir mal jemand, der vielleicht im real existierenden Sozialismus vor 50 Jahren groß geworden wäre, der hätte das wahrscheinlich besser gemacht als die. Also das ist ja, also selbst wenn man es ablehnt, das ist ja noch gestümpert obendrein. Das ist ja schon phänomenal. Also die werden das nicht richten. Denen fehlt eigentlich das intellektuelle Rüstzeug schlicht und ergreifend. Die sind das Ergebnis einer adversen Selektion, einer Negativauswahl des politischen Personals. Die sind auch nicht, den wird man das auch nicht erklären können. Also die Hoffnung habe ich nicht. Die Frage aber, was wir als Land anders machen könnten, da gibt es eine Menge. Ich habe ja schon andeutungsweise erwähnt, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir bellizistisch, militaristisch unterwegs sein sollten. Das ist uns als Deutschland in den letzten 100 Jahren nie gut bekommen. Und ehrlich gesagt muss ich auch vor dem Hintergrund meines persönlichen Verständnisses von Geschichte sagen, dass es mich enorm stört und enorm innerlich umtreibt und eigentlich krank macht, dass deutsche Panzer wieder auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion am Rollen sind. Also das ist mir ein unerträglicher Gedanke und das spreche ich auch aus und das lasse ich mir auch nicht verbieten, das auszusprechen. Das macht mich auch nicht irgendwie zum Russentroll oder sonst sowas. Und ich glaube, wenn wir die Frage stellen, wie kriegen wir wieder billige Energie, die Antwort liegt vor der Haustür. Wir brauchen einen politischen Ausgleich in Europa. Wir müssen uns in Europa aussöhnen. Und wir haben
in den letzten 30 Jahren auf beiden Seiten enorme Fehler gemacht, sowohl auf der russischen wie auf der westlichen, aber ich glaube eigentlich auf der westlichen mehr. Und zwar indem wir in vielfacher Weise gedacht haben, wir könnten jetzt so eine Art eine komplett unipolare Weltordnung leben, egal auf wessen Kosten, und dass die Russen und auch die Chinesen und andere sich das auf die Dauer nicht bieten lassen. Entschuldigung, das ist absehbar gewesen. Da haben selbst solche Leute mit sehr viel mehr Ahnung von Geopolitik als ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Henry Kissinger, doch eindringlich davor gewarnt, dass das in die Sackgasse und möglicherweise auch ins Desaster führt. Also wir müssen uns von dieser Vorstellung der Unipolarität müssen wir uns, oder von dieser großmannsüchtigen Vorstellung der Unipolarität und dass wir da irgendwie auch was zu sagen hätten, müssen wir uns verabschieden. Wir brauchen den Ausgleich, wir brauchen die wirtschaftliche Kooperation mit all unseren Nachbarn, da gehört auch Russland dazu. Über kurz oder lang werden wir nämlich feststellen, dass es immer noch unser größter Nachbar ist. Und die Russen werden irgendwann über kurz oder lang feststellen, dass wir immer noch wirtschaftlich zumindest zu den zwei größten Nachbarn mit China zusammenzählen, die sie haben. Ja? Das heißt also, eigentlich müssen alle Parteien doch ein Grundinteresse an Kooperation statt an Konfrontation haben. Das geht aber nur, wenn wir uns endlich mal im Kopf den Schalter umlegen und sagen, wir wollen reden miteinander. Die Verweigerung des Gesprächs nach außen ist der Spiegel der Verweigerung des Gesprächs nach innen in Deutschland. Wir haben in Deutschland die Cancel Culture, man redet nicht mehr mit dem politischen Gegner. Und nach draußen ist es die gleiche Gesprächsverweigerung, ist die gleiche Kultur, die gleiche Geisteshaltung. Wenn wir diese Gesprächsverweigerungshaltung nicht über Bord werfen, ja, und ich glaube, da bilde ich mir jetzt mal ein, du und ich sind da gar keine so schlechten Vorbilder, bei allen Differenzen, die wir haben, wir reden immer respektvoll miteinander. Das geht, das funktioniert, Leute. Man kann es machen. Man kann auch vom anderen lernen. Ja, das geht. Ich kann nicht dadurch immer nur lernen, dass ich mich immer nur mit Gleichgesinnten unterhalte. Ich lerne wahrscheinlich mehr, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die eine andere Meinung haben. Und genau das Gleiche gilt für unsere Außenbeziehungen. Wir können Frieden nur mit denen schließen, mit denen wir im Konflikt stehen. Wir schließen nicht Frieden dadurch, dass wir mit den Franzosen reden. Mit denen sind wir schon gut Freund. Wir schließen Frieden dadurch, dass wir mit den Russen reden. Entschuldigung, es geht nur so. Also Frieden kann man nur mit seinem Gegner in einem Konflikt schließen. Wobei ich Russland persönlich nicht als Gegner empfinden kann. Ich weigere mich. Ja, da kann man jetzt sagen, was man will drüber. Ja, aber ich weigere mich. Ja, aber als Land sind wir nun mal in diesem Konflikt. Und wir können ihn nur lösen, wenn wir miteinander reden. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Beteiligten. Ja, da zu versuchen, ja, also als ich das Wort Siegfrieden diesbezüglich zum ersten Mal gelesen habe, das ist so ein halbes, dreiviertel Jahr her, ja, woran hat mich dieser Begriff Siegfrieden erinnert? Also da habe ich wirklich gedacht, ich lese nicht richtig. Ja? Also wenn wir miteinander reden, dann werden wir wirtschaftliche Kooperation hinbekommen, dann kriegen wir auch wieder billige Energie, dann werden wir auch wieder wettbewerbsfähig, aber das allein reicht nicht. Wir müssen auch zu den Tugenden der sozialen Marktwirtschaft zurückkehren. Und ich weiß, du und ich setzen da unterschiedliche Akzente, was das Soziale angeht. Wir versuchen es auf unterschiedlichen Wege zu erreichen. Aber am Ende muss Wirtschaft sozial sein. Wenn sie es nicht ist, hat sie keine Daseinsberechtigung. Ja, und diese Wirtschaft, diese Planwirtschaft, die zerstört den Wohlstand. Sie ist also auf keinen Fall sozial. Sie ist asozial. Also ich halte das für eine Planloswirtschaft. Du hältst das für eine Planwirtschaft. Wir werden darüber beim nächsten Appleboy in Frankfurt, vielleicht am welches Tag, am Dienstag, nochmal konferieren. Herzlichen Dank, Dr. Markus Krall, liberaler Wirtschafts- und Finanzexperte. Und du hast es ja angesprochen, dass wir Frieden gerade auch mit dem Teil der Nicht-EU, mit dem europäischen Teil der Nicht-EU schließen müssen. Nur mal als kleines Beispiel. Die vier größten Städte Europas sind Istanbul, nicht in der EU. London, nicht mehr in der EU, St. Petersburg, unser Gegner jetzt und Moskau. Das sind die vier größten europäischen Städte und die sind alle nicht in der EU. Also herzlichen Dank. Schaut euch, liebe Mots-Zuschauerinnen und Mots-Zuschauer, die Bücher von Markus Krall an. Denkt immer, dass ich nicht alles unterschreiben würde, aber alles für lesenswert halte. Herzlichen Dank. Dr. Markus Krall. Willkommen bei Nachschlag, der neuen unheiligen Allianz der freien Medien. Ich begrüße meine Kollegen Hevan Sufi-Siyavash. Guten Tag. Und Dieter Dehmk. Hallo. Diese Truppe betreibt nichts anderes als Nachschlag.express.
Wir müssen hier ganz ehrlich sein. Die mehr zusammenkommen und nicht jeder einzeln. Ich habe die Faxen langsam dick. Ja. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und jetzt herzlich willkommen bei Michel Friedmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten Folge meiner neuen Talkreihe Krieg, aber fair. Mit Rüdiger Safranski, seines Zeichens Philosoph und hochgeschätzter Biograf solch eminenter Geistesgrößen wie Friedrich Schiller, Martin Heidegger oder Johann Wolfgang von Goethe. Und mit mir diskutiert nun Boris Becker. Herr Becker, die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. In der Ukraine herrscht Krieg. Boris Becker war im Knast. Da stellt sich doch die Frage, was hatten Sie im Knast vom Krieg in der Ukraine überhaupt mitbekommen? Da stellt sich eher die Frage, was hat denn die Ukraine von meinem Krieg im Knast mitbekommen? Im Knast ist nämlich fast immer Krieg. Und in dem Knast, wo ich war, da gab es zwei rivalisierende Gangs, die wo Todfeinde waren. Auf der einen Seite die Devil Dicks und auf der anderen Seite die Satanic Sperms. Und zu der Zeit, als ich in den Bau kam, da tobte bei denen gerade der Bück dich nach der Seife-Krieg. Das war ultra brutal. Das könnt ihr Couch-Potatoes euch gar nicht vorstellen. Wenn man nach vorne in der Knastdusche die Seife verloren hat und hinter einem steht der Feind und der lauert nur darauf, dass man sich bückt. Herr Becker, Sie schildern diesen ungeheuerlichen Vorgang so anschaulich, dass man fast meinen könnte, Sie hätten das auch selbst am eigenen Körper erfahren müssen. Quatsch, ich bin schließlich der Bum-Bum-Boris, der Knacki mit dem härtesten Aufschlag, den es überhaupt gibt. Wenn mir beim Duschen die Seife runterfällt, dann bücken sich aber die anderen und heben sie mir auf, weil sie Angst haben. Der Boris Becker könnte Ihnen mal zeigen, wo bei ihm der Hammer hängt. Und mein Hammer, das ist ein Hammer. Ja, trotzdem, ich bin kein Mann des Hammers, ich bin ein Mann des Wortes. Und der Diplomatie. Faszinierend, was Virilität, was Manneskraft alles bewirken kann. Ja, ja, klar, ich und meine Bum-Bum-Boris-Legende, ja, das war den Jungs unheimlich. Deshalb hat sich ja auch nie einer von den Satanic Sperms oder von den Devil Dicks beim Duschen hinter mich gestellt. Ja, die haben genau gewusst, das ist jetzt hier vermintes Gebiet. Wer sich da hineintraut in die Grotte der Verdammnis, der kommt nicht mehr so vollständig raus, wie er reingekommen ist. Deshalb bin ich hintenrum auch immer noch Jungfrau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten also für die internationale Öffentlichkeit fest, Boris Becker wurde im berühmt-berüchtigten Wandsworth-Gefängnis in Südlondon niemals geschändet. Ja, fast alle anderen Knackis aber schon. Die haben sich kreuz und quer geschändet. Das war quasi wie eine Schändungspolonaise Longline durch den Waschraum. Immer Seife voraus und dann gebückt hinterher. Ja, und die beiden Bosse von den Gangs, die hatten ihren Spaß. Die wurden ja selber nicht geschändet. Ja, die hatten ja die Befehlsgewalt.
Hochinteressant. Dann lassen sich also die parabellizistischen Strukturen einer gespaltenen Gefängnisgesellschaft nahezu deckungsgleich auf das kriegerische Verhalten innerhalb internationaler Krisenherde in Anwendung bringen. Der Mikrokosmos des Strafvollzugs spiegelt sich somit im Makrokosmos des internationalen Konfliktes. Metaphorisch betrachtet, wer beim Ukraine-Krieg als erster die Seife fallen lässt, hat verloren. Ja, klar, aber wer will schon verlieren? Deshalb gibt es nur eine einzige Lösung: verhandeln. Ich habe mir also den Boss von den Devil Dicks und den Boss von den Satanic Sperms geschnappt und habe denen gesagt, Freunde, so kann es nicht weitergehen. Wir vereinbaren jetzt einen sofortigen Schändungsstillstand und dann setzen wir uns zusammen und verhandeln, wie es weitergeht. Ich habe dann auch noch die Gefängnisleitung ins Boot geholt und dann haben wir hin und her verhandelt und kreuz und quer verhandelt, bis wir uns alle einig waren. Die Seifen werden abgeschafft und wir bekommen stattdessen Duschgelspender an die Wand gebügelt. Keiner konnte mehr die Seife verlieren und keiner musste sich mehr bücken. Und damit war der Bücktisch nach der Seifekrieg beendet. Und es herrschte Frieden im Knast. Moment, das war noch nicht alles. Direkt nach dem Schändungsstopp waren die Handelswege im Knast wieder offen. Ja, man hat wieder alles bekommen, was man haben wollte. Lakritzstangen, Schokolade, Zigaretten, Schnapspralinen. Und auch der Drogenhandel hat wieder voll floriert. Das Einzige, was es ums Verrecken nicht mehr gab, waren Waffen. Also so Knastwaffen aller Art wie Würgekabel und so Sachen. Und das war dann auch die entscheidende Grundlage für einen dauerhaften Frieden zwischen den Devil Dicks und den Satanic Sperms, die sich seitdem nur ganz harmlos und friedlich Dicks und Sperms nennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die erste Folge von Krieg, aber fair. Beim nächsten Mal begrüßen wir an dieser Stelle Robert Habeck. So, und wie das so ist bei vorproduzierten Sendungen, gerade ist uns eine absolute Neuigkeit hier auf den Tisch gesegelt. Und deswegen werden wir am kommenden Donnerstag ein Twitter-Space, also X-Space machen und dazu gemeinsam diskutieren. Es ist wirklich etwas, was man so sich nicht mal im Bilderbuch hätte ausmalen können. Der CDU-Hardliner und Militärexperte Roderich Kiesewetter hat tatsächlich sich verplappert, bewusst oder unbewusst, jedenfalls im ARD-Magazin, Bericht aus Berlin extra. Und ich zitiere ihn jetzt, und dazu werden wir am Donnerstag um 19.30 Uhr unseren Twitter-Space machen. Wenn Europa, sagt Roderich Kiesewetter, die Energiewende vollziehen will, also der rechte Hardliner als Grüner verkleidet, wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht es eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen, da täuscht sich Roderich Kiesewetter, die sind eher im Bereich Slowakei und Tschechei zu finden, aber es sind sehr große Lithiumvorkommen. Aber er sagt, die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Lugansk-Gebiet, also in der Ostukraine, um die ja eigentlich die ganze Auseinandersetzung mit Russland geht. Und jetzt, so fährt Roderich Kiesewetter fort, sind da also noch ganz andere Ziele im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger. Hier macht sich Roderich Kiesewetter zum Vasall der Ampelregierung. Wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun.
Soweit Roderich Kiesewetter zum wahren oder einem der wahren Gründe des Kriegs zwischen eigentlich der NATO und Russland um die Ostukraine. Das zum Thema Menschenrechte und dem ganzen Geschwurbel, was da immer so im ethischen Bereich konstruiert wird. Am Donnerstag geht es also dann bei Twitter Space um genau diese Aussage. Follow the money, wie die Amis sagen, oder achtet auf die ökonomischen Interessen, wie ich als Marxist sagen würde. Und in diesem Sinne und durchaus auch mit der Hoffnung, dass ihr aus dem Gespräch mit Sigmar Gabriel den Schluss gezogen habt im neuen Jahr, man muss auch die Andersdenkenden richtig verstehen, das andere richtig verstehen, um selber eine realistischere Strategie und Politik zu machen, wünsche ich euch, dass ihr eine schöne Bescherung hattet, dass der Heiligabend heute für euch besinnlich, nachdenklich war, vielleicht auch mit Gesprächen und vielleicht auch mit unserer Sendung, dass wir uns am Donnerstag um 19.30 Uhr bei Twitter Space auf meinem Twitter-Kanal, X-Kanal, beziehungsweise auf Modes dann wiedersehen und hören können. Und ich wünsche euch natürlich, dass ihr am kommenden Sonntag um 17 Uhr wieder dabei seid. Da kann man die Vorbereitung zum Feuerwerk etwas unterbrechen, wenn es wieder heißt Modes auf Deutsch. Euch noch wunderschöne Feiertage und nachdenkliche Feiertage. Und wir sehen uns wieder. Einen guten Wunsch von allen aus der Redaktion von Modes auf Deutsch. Heute war demzufolge 32 zum Heiligabend.